Scalable Capital oder Trade Republic? Wer bietet dir mehr Zinsen? ETF- und Aktiensparpläne, Sicherheit, die bessere App- bzw. Website-Oberfläche, Handelsplätze, Cashback und weniger Kosten an. Das alles und noch mehr vergleichen wir heute, damit du weißt, welcher Broker besser zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, fangen wir auch vorne mit einem Überblick an und legen mit Trade Republic los. Sie waren lange der erste Neo Broker in Deutschland und später auch Europa, der so richtig erfolgreich war. 2015 in München gegründet, damals noch unter dem Namen Neon Trading, haben sie mittlerweile mehr als 1,1 Milliarden Euro an Venture Capital Finanzierung erhalten und sind in 17 Ländern in Europa mit über 2 Millionen Kunden aktiv. Scalable Capital ist ein Jahr später, 2016, als digitale Vermögensverwaltung gestartet und bietet seit 2020 auch den beliebten Online-Broker an. Mittlerweile, ja, streiten sie sich mit Trade Republic um Platz 1 bei den Neo-Brokern und je nachdem, was du so von deinem Broker brauchst und auch bereit bist, dafür zu bezahlen oder auch nicht, so unterschiedlich fällt auch das Ergebnis aus, wer der bessere Broker für dich ist. Fangen wir direkt vorne an mit der Kontoführung. Bevor du anfängst zu investieren, musst du dich ja erst identifizieren und hier ein Konto eröffnen. Bei Scalable geht das per Video-Ident, Post-Ident und E-Ident, während Trade Republic nur Video-Ident bietet. Geld einzahlen kannst du bei Scalable per Überweisung, Lastschrift, Instant auch und bei Trade Republic auch per Überweisung sowie Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay. Beide Broker werden von der deutschen Finanzaufsicht BaFin überwacht und bieten dir ja eine Einlagensicherung hier natürlich auch an von 100.000 Euro, wobei deine Aktien, ETFs und Co. als Sondervermögen gelten und diese 100.000 Euro vor allem für Bargeld auf dem Konto gelten und das Ganze sowieso abgesichert ist. Eine automatische Steuerabführung gibt es ebenfalls, das sind ja auch deutsche Broker für deutsche Kunden, da ist das selbstverständlich, wie auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit, wenn du das wünschst. Depots für Kinder bieten beide aber nicht an, nur für dich selbst. Machen wir auch direkt mit dem zweiten Punkt weiter, was du eigentlich bei wem handeln kannst. Sowohl Scalable als auch Trade Republic bieten dir wirklich viel an. Gehen wir das Angebot mal Schritt für Schritt durch. Als erstes haben wir mehr als 9000 Aktien bei Trade Republic zur Auswahl zum Handeln, sowie 2400 ETFs, was beides sehr gute Werte sind. Negativ fällt einem Nutzer aber auf, dass plötzlich auch bekannte Aktien wie Toshiba wohl nicht mehr handelbar sind ohne Vorwarnung. Bei Scalable hast du ja fast gleich viel Auswahl mit 7500 Aktien, aber solche Beschwerden habe ich im Internet ja deutlich weniger bzw. nicht gelesen und dann hat man auch die Auswahl von rund 2400 bis 500 ETFs. Die größere Auswahl von Trade Republic ist also etwas mit Vorsicht zu genießen. Im Grunde genommen sind beide hier fast gleich. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann unterstütze es doch mit einem Like und Abo. Und Anleihen kannst du bei Trade Republic übrigens auch handeln, allerdings nur 500 Unternehmens- und Staatsanleihen, da es das Feature erst seit September 2013 so gibt. Viele Anleihen sind die 500 Stück aber nicht, muss man sagen. Bei klassischen Brokern wie der Consorsbank hat man etwa 14.000 Anleihen zur Verfügung. Also das ist noch ein kleines Angebot und hier eher am Anfang. Scalable Capital geht ähnlich vor. Sie bieten Anleihen auch nur eingeschränkt an, aber dafür haben sie mehr als 600 Anleihen-ETFs wie diesen iShares iBonds Dezember 2026 Corporate Bond ETF und darüber hinaus auch Geldmarktfonds, falls das Ganze für dich interessant ist. Leider kann man keine Aktien- und ETF-Bruchstücke bei Scalable kaufen, das geht ja immer noch nicht, sondern nur ganze Anteile, außer man nimmt das Ganze in einen Sparplan auf. Dann geht es, das heißt, man kann einen Sparplan für einen Monat aufsetzen, den dann wieder canceln und dann hat man auch Bruchstücke gekauft. Anders kommt man aktuell nicht an Bruchstücke. Bei Trade Republic ist das jedoch ohne Probleme möglich, muss man sagen. Und all das kannst du bei Trade Republic nur an einem Handelsplatz machen. Vielleicht ist es auch deswegen so gut, ja, möglich. Der LS Exchange, die von frühmorgens bis spätabends deutsche Zeit geöffnet ist. Scalable Capital bietet ja neben ihrem günstigen Getex-Handel auch die Xetra als größte Börse Deutschlands an, was ich sehr gut finde. Auch wenn die zwei kleineren Börsen ja länger geöffnet haben bei den jeweiligen Anbietern, so solltest du nur während der Xetra-Zeiten hier von 9 bis halb 6 abends handeln, da der Spread sonst sehr, sehr groß wird. Die Finanzaufsicht der Niederlanden hat das Ganze mal untersucht und kommt zu dem
dem Ergebnis, dass dieser Handel im sogenannten Payment for Order Flow, was ja jetzt von der EU verboten wurde, worüber man streiten kann, dass das Ganze deutlich teurer sein kann als bei anderen liquiden Märkten. Wie in dieser Tabelle ersichtlich wird, hast du in etwa 70% der Fälle damit einen schlechteren Kurs als an den großen Börsen, basierend auf 140.000 Transaktionen, was den Handel bei 1.000 Euro Investment etwa 48 Cent teurer macht als sonst. Hier muss man aber auch bedenken, die großen Börsen verlangen mehr Ordergebühren und dadurch, ja, wird das Ganze dann wieder ein bisschen teurer als vielleicht bei den kleinen Börsen, wo man den etwas schlechteren Kurs bekommt. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt aber auch eine Untersuchung der spanischen Finanzaufsicht CNMV, die wie in dieser Tabelle zu erkennen einen Preisunterschied von 1,48 € sogar pro 1.000 Euro Investment in spanische Aktien hier feststellen konnte mit dem Payment for Order Flow. Trotzdem war das Ganze nicht schlecht, da so die Gebühren immens gesenkt werden konnten für den Endverbraucher, für den Investor, für den Privatanleger. Grundsätzlich machst du aber nichts falsch, wenn du zu Xetra-Handelszeiten auch hier handelst, dann bekommst du tendenziell den besten Kurs. Und weiter geht's mit Optionen. Die gibt es bei beiden Anbietern so ja nicht, muss man sagen, aber etwas sehr Ähnliches, und zwar Optionsscheine und Derivate. Was ist hier der Unterschied? Optionsscheine werden von Banken aufgelegt und sind standardisiert und überwacht, während jedermann Optionen schreiben kann, der eben eine Aktie hier besitzt. Bei Scalable Capital gibt es rund 300.000 Optionsscheine, wie auch bei Trade Republic, die fast exakt genauso viele haben. Futures und CFDs gibt es aber bei beiden Anbietern keine, wie auch kein Forex, also Handel mit Fremdwährung, sodass du nicht aktiv US-Dollar zum Beispiel in deinem Konto halten kannst, außer mit ETPs, einer Art ETF auf Währung. Erhältst du aber zum Beispiel eine Dividende in US-Dollar, ja, so wird diese automatisch in Euro umgerechnet und du kannst sie nicht in US-Dollar belassen. Wenn du einen Broker für richtig Fortgeschrittene suchst, dann schau doch mal hier in meinem Testbericht zu Freedom24 rein. Die bieten dir auch sehr hohe Zinsen im Tages- und auch im Festgeld für Euro, Dollar und andere Währungen. Und du kannst auch exotische US-ETFs und andere Dinge handeln, die es bei deutschen Brokern nicht gibt. Link hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Zuletzt kannst du bei beiden Brokern auch Kryptowährungen natürlich handeln. Allerdings, ja, hat hier Trade Republic die Nase vorn mit 52 Stück und Sparplänen auch für alle 52 Kryptowährungen, da ja Scalable Capital nur 13 Stück hier anbietet und das auch nur als ETPs und keine echten Coins wie bei Trade Republic. Da muss man sich dann hier in diesem Feld entscheiden, welchen ETP man eigentlich haben will. Auf deine eigene Wallet übertragen lassen sich die Coins von Trade Republic nicht, aber bei Scalable Capital ist das zumindest bei manchen Coins möglich. Aber wirklich, ja, eine Kryptobörse ersetzen die beiden hier nicht. Du kannst bei beiden dennoch von der Preisentwicklung profitieren, das muss man auch ganz klar sagen. Bei Trade Republic wird die Lagerung der Coins übrigens durch die BaFin-regulierte BitGo Deutschland abgewickelt. Dafür zahlst du neben dem normalen 1 Euro pro Handel zwischen 1 und 2% Spread zum aktuellen Kurs der Kryptowährung, was noch okay ist, aber bei spezialisierten Kryptobörsen noch günstiger geht. Für einen Broker ist es aber sehr gut, muss man sagen, vor allem was die Auswahl angeht. Bei Scalable ist die Verwahrung mit den ETPs unterschiedlich gelöst, je nach ETP, steht aber immer im jeweiligen Factsheet drin. Der Spread beträgt zwischen 0,69 und 0,99%. Also etwas weniger als bei Trade Republic. Sparpläne darauf sind ja bei beiden Brokern auf alle Coins bereits ab einem Euro hier möglich. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung zu den ETF- und Aktiensparplänen bei beiden Anbietern. Wie gesagt, kannst du Kryptowährungen natürlich ja besparen, aber viel beliebter sind Aktien- und vor allem ETF-Sparpläne. An sich kannst du bei Scalable deine Sparpläne monatlich, alle 2 Monate, alle 3 Monate oder alle 6 Monate oder auch jedes Jahr ausführen lassen, und zwar an diesen 9 Tagen, die du hier siehst und die dir zur Auswahl stehen, was wirklich spitze ist und für jeden Anleger etwas Passendes bietet. Bei Trade Republic kannst du wöchentlich, alle 2 Wochen, monatlich und quartalsweise am jeweils 1. oder 16. deine Sparpläne hier ausführen lassen. Bei der Anzahl der zur Verfügung stehenden ETF-Sparpläne geben sich ja die 2 kaum etwas, muss man sagen. Beide bieten eine sehr große Auswahl an und so ziemlich jeden ETF, der relevant ist. Insgesamt gibt es fast die gleiche sehr große Auswahl bei ja, den ETF-Sparplänen, was das angeht, was schon
mal sehr gut ist, aber bei den Aktiensparplänen, da hat Trade Republic ganz klar die Nase vorn mit mehr als doppelt so vielen Aktien, die du eben regelmäßig besparen kannst. Mit 1000 Aktien hast du aber auch hier eine sehr gute Auswahl. Wenn du zu Scalable oder Trade Republic gehen willst, um das Angebot hier einfach mal auszuprobieren, dann nutzt doch unseren Link unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt du auch uns und unsere Videos hier ohne Mehrkosten für dich. Und damit kommen wir auch zum richtig spannenden Punkt der Kosten. Die entscheiden ja oft, ob man etwas macht oder nicht. Die Depotführung, die ist bei beiden Anbietern kostenlos, so wie das heutzutage sein muss. Und die Kosten pro Order sind auch fast exakt die gleichen, wie wir hier sehen. Bei Trade Republic zahlst du 1 Euro an der LS Exchange für den Handel, bei Scalable 99 Cent an der GetEx als günstigste Option und bei der Xetra 3,99 plus 0,01% der Order, mindestens 1,50, wodurch du dann mindestens 5,49 Euro Orderkosten hast. Das lohnt sich nur, wenn du mindestens 1.000 oder mehrere 1.000 Euro hier investierst. Darunter empfiehlt sich die GetEx. Interessant ist aber auch, dass Scalable ab 250 Euro Ordervolumen dir statt 99 Cent gar keine Kosten mehr berechnet, wenn du ETFs von iShares, Invesco oder auch Xtrackers kaufst. Aktien- und ETF-Sparpläne sind bei beiden Brokern ja aber komplett kostenlos für dich. Krypto-Sparpläne, die kosten bei Trade Republic 1 Euro plus den Spread von 1-2% und bei Scalable Capital 99 Cent bzw. 5,49 Euro, wenn du an der Xetra handelst, plus 0,99% Spread. Damit kommen wir jetzt mal zu den Abo-Modellen und wie bekannt gibt es ja die bei Trade Republic nicht, was für viele bestimmt attraktiv ist, dass es hier kein Abo-Modell gibt, aber auf der anderen Seite kann man fast alle Funktionen ja bei Scalable bereits mit dem Free Broker für 0 Euro auch schon nutzen und wer mehr handelt, der zahlt dann etwas weniger pro Order, wenn man hier ein Abo hat, wie hier nochmal zu sehen, oder kann sich auch einen Wertpapierkredit etwas günstiger holen zu weniger Zinsen oder zuletzt richtig viel Geld verzinsen lassen, da es die 4% Zinsen auch nur hier im Abo gibt. Brauchen tut man es aber nicht unbedingt, aber es ist schön zu haben. Falls du dir hohe Tages- und Festgeldzinsen sichern willst, dann schau doch mal in unseren täglich aktualisierten Vergleich unten in der Videobeschreibung für Tages- und Festgeld in Deutschland. Zuletzt kommen wir damit zu den Ordertypen und die sind fast gleich, außer dass es bei Scalable ja noch eine mehr gibt. Ich persönlich kaufe meistens mit einer ganz einfachen Limit-Order etwas unter dem aktuellen Kurs und das dürfte auch ja den meisten Anlegern reichen, ehrlich gesagt. Weiter kannst du dir noch für 5 Euro eine Plastikkarte oder für 50 Euro eine Metallkarte bei Trade Republic bestellen, mit der du dann auch Geld ausgeben kannst, ganz normal, und von den Umsätzen 1% als sogenanntes Safeback hier bekommst. Eine andere Art des Cashback, die du eben nicht in Cash bekommst, wie der Name Cashback sagen würde, sondern als Bonus für deinen nächsten Sparplan bzw. Sparplanausführung. So kannst du monatlich bis zu 15 Euro extra sparen, ohne dass du eben dieses Geld anlegen musst, sondern es wird von Trade Republic dazu gegeben. Nicht unbedingt notwendig, aber cool, wenn es das gibt. Dazu habe ich auch ein ganzes Video mit allen Details gedreht, das du hier in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung findest. Kommen wir damit mal zum Fazit. Ich persönlich finde Scalable Capital etwas besser als Trade Republic, da mir die App und die Web-Oberfläche etwas besser gefällt, aber das ist meine persönliche Geschmacksrichtung, sage ich jetzt mal. Und die Analyse-Tools hier, die sind auch relativ interessant und die kann man auch im Free Broker bereits hier ein bisschen nutzen, aber ganz ausführlich kann man sie natürlich nur in den bezahlten Versionen nutzen, die sie dir hier noch bieten. Außerdem gibt es hier noch die Möglichkeit für einen Wertpapierkredit, was Trade Republic dir auch nicht bietet, und auch den Xetra-Handel, was sich gerade bei großen Orders besonders lohnt. Wie wir gesehen haben, die Kursqualität ist an den kleinen Börsen, bei größeren Orders wird sie langsam zu einem Problem und dann würde ich eher zu Xetra gehen, was eben Trade Republic nicht anbietet, aber Scalable schon. Trade Republic ist auch sehr gut meiner Meinung nach. Scalable hat aber ein wenig die Nase vorn. Die Links zu beiden findest du wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt es auf dich an. Wer ist für dich der bessere Broker? Sag's mal unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.